Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 5:30 und wir sind heute Morgen so früh aufgestanden, um den Almosengang der Mönche zu sehen. Dieser Almosengang wird jeden Morgen von den Mönchen praktiziert und die verlassen dann die 35 Tempel hier in Luang Prabang. Ihr könnt es auch mal gerade sehen, hier kommen die ganzen Mönche und die sammeln Almosen mit ihren Metallschalen. Hier kommt eine weitere Gruppe Mönche und diese Almosen, die die sammeln, das ist Essen, zum Beispiel Reis. Wir sind jetzt noch hier auf irgendeinem Morgenmarkt und hier ist was ich gar nicht so toll finde. Schaut mal, da werden nämlich Enten verkauft und in so einer kleinen Box befinden sich 5-6 Enten, die überhaupt keinen Platz haben. Ja, und die sind dann da auch leider zusammengebunden an den Füßen. Hört ihr die Quaken? Echt nicht schön. Ich liebe ja Enten. Ich finde das immer voll traurig, wenn ich sowas sehe. Ich bin zurück im Hostel. Es ist 8:15. Ich habe mich gerade gestärkt und mein Motorrad hier auch schon startklar gemacht. Und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Phan Vieng, was so circa 185 Kilometer sind. Ich bin jetzt schon so circa 1,5 Stunden auf der Straße und ich habe mich verfahren. Aber zum Glück bin ich an irgendeinem Punkt falsch abgebogen, weil sonst hätte ich nicht diese Aussicht vor meinen Augen. Ich bin mittlerweile 6 Stunden unterwegs und habe gerade eine Pause gemacht und mich mit einer Nudelsuppe gestärkt. Und ich habe jetzt noch eine weitere Stunde bis Phan Vieng. Wie gut, dass ich den Umweg durch die Berge gefahren bin. Hat jetzt zwar ein bisschen länger gedauert, aber das, was ich landschaftlich gesehen habe, war einfach nur ein Traum. Ich bin in Phan Vieng angekommen, habe auch schon in meinem Hostel eingecheckt und jetzt brauche ich erstmal eine Dusche. Ich habe mich jetzt vorhin gut geduscht hier in meinem Phan Vieng Rock Backpacker Hostel. Und jetzt schaue ich mir auch mal generell ein bisschen Phan Vieng an, beziehungsweise suche mir mal was zu essen. Ich habe jetzt schon ein Restaurant gefunden und von hier aus habe ich diese Aussicht. Es ist der nächste Tag und ich habe gestern, nachdem ich gut gegessen habe, nicht mehr viel gemacht. Ich habe noch ein YouTube-Video hochgeladen und dann bin ich wortwörtlich ins Bett gefallen. Und jetzt haben wir mittlerweile 1 Uhr und ich mache mich jetzt gleich mal auf den Weg, um auf den Berg hoch zu spazieren. Ich habe auch schon meine Tracking-Sachen angezogen. Und ja, heute Morgen hat es mal wieder nur geregnet. Jetzt gerade im Moment scheint echt schön die Sonne. Und ja, sehen wir uns gleich auf dem Berg wieder. Ich bin jetzt hier hoch auf den Berg Pha Nhang gewandert, habe es mir hier auch schon gemütlich gemacht und genieße diese Aussicht. So, jetzt habe ich dort oben auf dem Berg 3 Stunden verbracht und es hat natürlich wieder angefangen zu regnen. Aber das Coole ist, ich habe Fleur aus Frankreich dort oben getroffen und kennengelernt. Und der hat die Drohne dabei gehabt. Also ihr habt ja jetzt schon den ersten Drohnenclip gesehen. Hammer, hammer, hammer geil einfach nur. Mega cool. Thank you so much again, man, for the clip.
Welcome, I hope you will like the video. So, ich bin zurück im Hostel, hab mich auch schon gut geduscht und jetzt gehe ich mit Rachel aus Hongkong zu einem Restaurant, wo wir ein paar andere noch treffen, die wir eben gerade oben auf dem Berg kennengelernt haben. Malaysia? Also, what is Malaysia in German? I have no idea. Yeah, I will say Malaysia. So, wir sitzen jetzt mit 5 Leuten hier beim Essen aus Hongkong, Malaysia, Frankreich und Deutschland. Und ich habe mir hier Falafel bestellt und frische Spring Rolls. Ich bin zurück in meinem Hostel und habe vorhin noch richtig gut mit den anderen Leuten zu Abend gegessen. Und übrigens zahle ich hier 3,50 Euro pro Nacht inklusive Frühstück in meinem Hostel. Ja, richtig günstig. Und ich habe vorhin weitere 10 Euro von dem Hansi gespendet bekommen, der mir meine erste Spende zukommen lassen hat. Dafür wirklich vielen, vielen lieben Dank. Und du hast übrigens einiges dadurch ins Rollen gebracht. Ich lege mich jetzt schlafen, denn ich habe morgen eine lange Motorradfahrt in Richtung Süden. Ich glaube auch nicht, dass ich davon einen Vlog aufzeichnen werde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort wieder. Ciao.